Bandbild, oder? Hast du ein Video hier, oder? So, Timo. Wir sind in Solingen. Ja. Kurze Einschätzung zum anstehenden Spiel und ganz wichtig, woran wird es diesmal nicht liegen? Ja, Hinspiel war ja super knapp. Ja. Dementsprechend denke ich, dass es ähnlich wird. Aber diesmal hoffentlich mit einem besseren Ende für uns. Woran es auf jeden Fall nicht liegen wird, ist die Elberzählweise, weil da müssen wir jetzt durch sein. Es wird nicht daran liegen, dass wir nicht motiviert sind. Wenn wir verlieren sollten, dann maximal liegt es daran, dass sie einfach besser waren. Dann müssen wir halt auch damit leben. Aber nicht an unserer Motivation, an unserem Kampfgeist, an der Zählweise, daran wird es auf jeden Fall gehen wir heute auf jeden Fall an. Attacke! Bennett, jetzt ist aber langsam mal Zeit mit Einspielen, oder? Hey Leute, ich wünsche euch frohe Weihnachten sowie besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch für euren Support und eure Unterstützung zu danken. Und eventuell sehen wir uns am 4. Januar gegen Olympiakos bereits wieder. Ich würde mich freuen. Haut rein. Hey Leute, wir wünschen euch ein paar schöne Feiertage mit der Familie und einen guten Rutsch. Das Jahr ist leider für uns nicht so gut verlaufen. Wir haben es leider auch nicht so gut beendet. Wir hatten mehr Tiefen als Höhen in diesem Jahr, aber mit der Unterstützung, die ihr an den Tag legt, werden wir es im nächsten Jahr auf jeden Fall versuchen, besser zu machen. Und ich glaube auch dran, ja, wir sind guter Dinge und ja, vielen Dank nochmal. Hey, viele Grüße aus Köln. Danke an alle, die uns die ganze Saison fleißig unterstützt haben und ja, auch wenn sie nicht ganz so optimal lief, man uns geglaubt haben, ist es ja auch mit den knappen Spielen. Ja, bis dahin allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Grüße gehen raus an alle Fans vom SVBB, die uns bisher in dieser zweiten Bundesliga-Saison so großartig unterstützt haben. Wir kämpfen weiter und jetzt wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns am 4. Januar zu unserem nächsten Heimspiel wieder. Bauernhof
Hey Leute, ich wünsche euch frohe Weihnachten, besinnliches Fest, dann guten Rutsch. Und dann nächstes Jahr hoffe ich, dass ihr uns anfeuert, wenn es wieder heißt Attacke. Den hau ich jetzt rein. Schon wieder ist mit einem ganzen Jahr Schluss. Köhler Ui Kaminski, Salo Shufik Ayo, Schreder und Wolf sagen vielen Dank für den Support. Nächstes Jahr greifen wir wieder an. Es lief nicht so gut, wir haben auf knapp verloren. Doch mit euch versuchen wir weiter jeden Satz zu holen. Niemals aufgeben, ich hoffe ihr seid dabei. Doch erstmal guten Rutsch und schöne Weihnachtszeit. Jo, was geht ab, Leute? Ich glaube, meinen Namen kennt ihr mittlerweile. Das Jahr 2019 ist fast vorbei. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um Danke für die Unterstützung zu sagen. Die Mannschaftssaison läuft nicht so gut. Den Ballwechsel im Mix, den ihr gerade gesehen habt, ist der Matchball. Ich glaube, das ist ziemlich sinnbildlich für den gesamten Verlauf der Mannschaftssaison. Anyhow, wir kämpfen weiter, denn Scheitern ist eine Option, aufgeben ist keine. Das nächste Heimspiel steigt am 4.01.2020. Es würde mich freuen, dort wieder einige in der Halle zu sehen. Ansonsten wäre es auch cool, wenn einige beim Weihnachtsspeck-Up-Cup vorbeischauen. SVBB ist die Gang, ihr wisst Bescheid. Baby, baby! Gott, das sieht dick aus. Oh nein,